Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18 und MyGM. Ja, auch heute wieder mit einem Thema und zwar die London Games. Ja, natürlich werden wir da auch drüber quatschen, zwar nur hier in einer MyGM-Folge. NBA Talks werden bis auf Weiteres leider noch auf Eis liegen. Ich werde irgendwann mal ein Video darüber machen, warum momentan solche Videos nicht kommen, aber trotz allem möchte ich ja natürlich ganz gerne darüber quatschen, ne? Nicht nur, ich habe ja auch bereits fleißig darüber getwittert und war auch auf Insta aktiv. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge so ein klein wenig bequatschen, einfach nur die Atmosphäre, wie ist das Spiel gelaufen und so weiter und so fort. Ansonsten werden wir uns ja dran machen, vielleicht noch so die letzten kleinen Prozentpunkte irgendwie aus unserem Team rauszukitzeln. Das machen wir jetzt erstmal. Schauen wir mal in die Systembeherrschung. Wie sieht's da eigentlich aus? Shepard voll, George voll, Aidner halb, Malkmus. Das ist defensiv. Ausgeglichener. Ja, würde dann schon mal wesentlich besser aussehen. Da haben wir dann auch direkt 4 Sterne. Grit and Grind. Tempo und Spacing. Sieht auf jeden Fall auch besser aus. Aidner. Perimeterlastig. Das sieht bis dato am besten aus. Ja gut, perimeterlastig betont gutes Spacing mit 4 Distanzwerfern und viel Pick and Roll. Schafft Mismatches für Stretch Bigs. Hohes Tempo sorgt für mehrere Würfe für Perimeterspieler. Besseres Spacing für Pick and Roll Attacken. Meistens schwache Defense gegen Big Man wegen mangelnder Größe. Oft Nachteile am Brett. Mangel an Penetration produziert weniger Freiwurfversuche. Ne, kommt auch Aiden definitiv am besten weg. Aktiv setzen. Bevorzugt das System des Coach ist zwar Defense, aber wir machen in dem Fall jetzt einfach perimeterlastig, weil das für mich so am besten aussieht. Auch wenn das natürlich nicht für jeden funktionieren wird. Aber das ist ja nicht schlimm. So. So, dann können wir natürlich auch mal hier reingucken, ne? Lege fest, wie oft die Spieler in der Defense aushelfen. Das ist so ein bisschen wie die, finde ich, individuellen Taktiken bei FIFA. Da müsste man wesentlich mehr rumprobieren, als ich das mache. Spielzughäufigkeit. Vielleicht gehe ich da mal ein bisschen von weg. Ja, manchmal so 49, genau knapp unter der Hälfte. Wie oft dein Team mit der Zonenverteidigung spielt. Na, 40, das heißt, wir spielen schon relativ wenig. Mache ich vielleicht auch hier mal ein bisschen mehr. Banktiefe 10, das passt. Banknutzung. Ja, wir sind noch in der Regular Season, kann ich auch ein bisschen hochgehen. Aufstellungsleistungsfaktor gehe ich mal hoch auf 90. Okay. Erste Scoring Option, das passt. Zweite Scoring Option, Paul George, Shepard. Ich finde, dass das völlig okay ist, besonders weil Kyrie auch, man sieht es momentan fast immer, der ist, der am meisten Punkte produziert. Offensiver Fokus neutral. Werfer freispielen. Wenn wir jetzt sowieso schon gerade eben das System umgestellt haben. Offensives Tempo. Würfe nach Belieben. Naja, auf jeden Fall ran da. Aiden und Malkmus. Ich glaube, das ist auch eine falsche Einstellung, die wir hier drin hatten. Defensiver Fokus. Würfe von der Dreierlinie begrenzen. Körperliche Defense spielen. Das ist so die. Komm,
komm, wir machen jetzt mal unter eigenem Korb Druck machen. Das hatte ich nämlich tatsächlich noch überhaupt nicht drinnen. Egal in welchem NBA. Okay. So. Diese Einstellung hier, Banknutzung und Aufstellungsleistungsfaktor, da zeigt er uns dann hier aber bloß die Minuten an, wie wir das variieren sollten. Wir probieren das jetzt mal. Wir lassen es mal vom CPU anpassen. So würde er das momentan regeln. Was absolut verrückt ist. Ja, aber komm, wir probieren es einfach mal. Ich meine, unsere Siegesserie ist eh gerissen. Deswegen kann man das, glaube ich, durchaus mal so spaßeshalber machen. Worum ich mich auch noch kümmern möchte. Na, das sehe ich ja nicht. Kader. So. Harris. Und Mejri. 36-33. Bei Mejri weiß ich, dass der nicht verlängern wird. Bei Harris weiß ich gar nicht, wie es aussieht. Unentschlossen. Wird nicht verlängern. Wird verlängern, dann sollten wir das auch tun. Holmes, der auch... Naja, der macht dann noch so einen Vertrag. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Auch am Wochenende zu... ein paar Minuten gekommen ist im London Game. Allgemein, es war irgendwie ein verrücktes Spiel. Also, ich hab's ehrlich gesagt, Kyrie und Embiid am Anfang nicht so ganz abgekauft, dass die da jetzt so mega Bock drauf haben. Sind jetzt aber auch nicht so die emotionalen Typen. Waren sie auch in den Interviews davor jetzt nicht. Boston hat sich dann am Anfang echt komplett zerfleddern lassen. Die 76ers waren dann zwischenzeitlich mit über 20 Punkten weg. 20, irgendwie sowas in dem Dreh. Da habe ich schon gedacht, ja geil, mega super. Und dann haben die 76ers es komplett vergeigt. Wie immer zu viele Turnover. Haben ja im Durchschnitt in der Partie um die 17, 18 Turnover, was natürlich viel zu viel ist. Haben dann teilweise total unlogische Würfe genommen, unter anderem auch Joel. Ich will ihn da jetzt gar nicht alleine die Schuld geben. Einfach alle haben dann auch nicht mehr gut gespielt. Boston hat dann relativ viel getroffen, hat das richtig gut gemacht am Perimeter. Hat dann im Post auch richtig gut gearbeitet. Netto. Mit 27, das wäre doch eigentlich was. Ein Spieler, den ich letztes Jahr auch schon hatte, mit dem ich immer zufrieden war. Hey, warum nicht? Vertrag verhandeln. Ja, und Boston ist dann wirklich ins Laufen gekommen. Hat es dann stellenweise auch zu schnell gespielt für die 76ers. Es war dann keiner da, der die Verantwortung übernommen hat. Das ist so das, was Philly einfach noch komplett fehlt. Also das macht dann auch kein Ben Simmons und das macht dann auch kein Joel. Von dem man das ja eigentlich erwartet, für mich der Franchise-Player, auch wenn Ben Simmons momentan der Rookie of the Year ist. Wobei ich immer noch sagen muss, ich finde das nicht so eindeutig, wie viele das momentan artikulieren. Anpassen, ja, ich weiß, dass wir es anpassen sollten, ne? Harris ist damit ein... Ja, gut, lassen wir es ihn anpassen. Also wie gesagt, ich finde das gar nicht so eindeutig. Ich weiß, dass Ben Simmons eine absolute Maschine ist und auch grandios spielt. Die einzige Schwäche, die er eigentlich momentan hat, ist sein 3-Punkte-Wurf. Wenn er da auch nur ansatzweise sich diese Fähigkeit mal aneignet, das muss ja kein Small Forward sein, der irgendwie 30-40% vom Perimeter schießt. Aber er sollte diese Fähigkeit trotz allem in sein Repertoire aufnehmen. Dann wird das ein ganz, ganz großer. Ich kann auch verstehen, Ben Simmons hat im Interview vor dem London Game gesagt, hey Leute, ich werde immer wieder mit LeBron James verglichen, aber ich bin Ben Simmons, ich bin jung, ich bin Rookie und LeBron James ist ein Hall of Famer und einer der besten aller Zeiten. Ne? Man hat schon gemerkt, dass ihn das auch so ein klein wenig
Mike Miss hat halt bloß eine 79. Ja, das ist eigentlich auch nicht so mega geil. Trotz allem ist dieser Trade für uns Schwachsinn. Mike Miss hat nur eine 79? Hat er? Er ist tatsächlich nicht so mega krass, aber Power-Forward-Position. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da für uns relativ wenig geht. Wir können zwar mal gucken. Ja. Ich bin gespannt, was bei Philly noch geht. Fultz wird auch noch zurückkommen. Mal ganz kurz eine Frage. Ich habe mir am Anfang immer gesagt, Markel Fultz. Jetzt habe ich aber wieder bei der Zone und auch bei den Amerikanern gehört, ja, Markel Fultz. Zwischenzeitlich haben mir aber viele hier geschrieben, und ich habe es auch zwischenzeitlich gehört, ich glaube, bei den deutschen Kommentatoren irgendwann mal Fultz. Was jetzt? Also für mich ist Markel Fultz logischer, aber ich bin dann auf Fultz gewechselt, weil irgendeine Folge war es mal, da haben es irgendwie zwei, drei Leute geschrieben, und jetzt am Wochenende habe ich mir gedacht, okay, die sprechen jetzt wieder Fultz aus. Würde mich echt mal interessieren, was ist die richtige, aber das ist bei Subac genau das gleiche. Da hörst du auch zwei, drei Varianten, je nachdem, wo du guckst. Ist echt verrückt irgendwie. Na gut, so ist es halt manchmal bei den amerikanischen Namen. Ja. Porzingis wäre natürlich geil, aber ich glaube, Anthony Davis brauchen wir gar nicht reden. Ach Gott, ja, weil ich es gerade eben, Anthony Davis. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gerücht mitbekommen habt, dass Anthony Davis eventuell irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren, je nachdem, nach Vertragssituation und so weiter, zu Golden State. Also, ich möchte es mir gar nicht vorstellen, weil nichts gegen die Warriors, aber dann habe ich keinen Bock mehr, die NBA zu verfolgen. Ne? Weil wenn die Warriors vorne drin noch Anthony Davis drin haben, dann braucht man sich nichts vormachen, dann wird dieses Team einfach niemand mehr schlagen. Ne? Ich habe in der Redaktion auch gequatscht, ob das in irgendeiner Art und Weise möglich wäre. Und das Schlimme ist, es ist möglich, wenn Leute auf Geld verzichten. Ich möchte es mir aber, wie gesagt, ich möchte es mir gar nicht vorstellen, weil es wäre einfach ein absoluter Witz. Für Parker wird es sogar ein Angebot geben, aber natürlich nicht. Das könnt ihr gleich mal komplett vergessen. Nee. Also, ich meine, ich bin Mike ist ja auch zufrieden. Ich finde das Spiel wesentlich besser als eine 80. Ich möchte es mir einfach gar nicht vorstellen. Ich meine, Anthony Davis ist zwar ein mega geiler Spieler und gehört auch meiner Meinung nach in eine andere Franchise, aber doch bitte nicht zu den Golden State Warriors. Das wäre echt sehr freundlich. Aber es ist alles möglich. Wenn die Warriors als Team sagen, hey, wir haben hier die Chance, über die nächsten Jahre eine Ära zu prägen, die es davor noch nicht gab, und Leute auf Geld verzichten, und Klay Thompson, den sein Vertrag wird es dann irgendwann neu verhandeln, wenn er zum Beispiel sagt, ich verzichte auf Kohle und so weiter und so fort, dann ist es möglich. Ich weiß nicht, ob die NBA da irgendwie einschreiten würde, weil Shepard mit 21... Mohammed mit 21. Machen wir uns nichts vor. Es würde dann einfach. Gebrochene Nase. Ich wollte gerade sagen, mit einer gebrochenen Nase spielt man heutzutage, aber tatsächlich weiter. Machen wir aber nicht. Dafür geht es uns von den Spielern zu gut. Ah ja, was ich noch gucke, ich wollte eigentlich noch nach einem Center gucken in der Free Agency. Nachdem Meschri ja auch irgendwie Backup, was jetzt ja nicht 34 ist und Jefferson heißt, Hamilton. Na gut, kann ich auch noch warten. Da kann ich auch noch warten, ne? Wie sieht's denn jetzt momentan aus? Ah ja, gut, jetzt spielen wir natürlich. Ist so geil, er lässt Meschri halt trotzdem einfach keine Minute spielen. Auch nicht schlecht.
Ja, okay, probieren wir es. Ich habe gesagt, in dieser Folge hat der Coach mal die Hand. Ich werde mich nicht einmischen. So, wo könnte ich mir Anthony Davis vorstellen? Natürlich, wer wird es sich nicht denken? Ich finde tatsächlich, und jetzt unabhängig davon, dass ich ein San Antonio Spurs-Fan bin, ich könnte mir Anthony Davis echt gut bei den Spurs vorstellen. Ich finde seine Art und Weise zu spielen und seine Aura, die würden da irgendwie reinpassen. Was meinst du? Oder wo würde Anthony Davis noch reinpassen als Spieler? Oder wo würdest du ihn gerne sehen? Oh, Leonard mit 23, aber das reicht natürlich nicht. Allgemein meine Spurs in dieser Saison, ich kann euch jetzt schon sagen, dass das ganz sicher nichts wird. Die Spurs müssen unbedingt schauen. Alter, was geht denn jetzt momentan ab? Die anderen verletzen sich alle. Okay. Die Spurs müssen unbedingt schauen, dass sie sich verjüngern, weil sonst haben die in den nächsten Jahren echt Probleme. Das kann man nicht wegreden. Tony Parker, alt. Ginobili, alt. Green, alt. Gasol, alt. Man. Da kann Popovic noch so ein guter Coach sein. Also, Anthony Davis, OKC, nein. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Möglich. Lakers? Glaube ich nicht. Nein. Ja, würde passen. Rockets? Oh. Why not? Also wir lassen jetzt mal Capspace gerade eben aus dem Kopf. Sondern einfach nur so Gedanken. Los Angeles Clippers glaube ich nicht und Grizzlies auch nicht. Rüber auf die andere Seite. Niemals. Dann kann ich mir nicht vorstellen. Von seiner ganzen Anlage her und vom Typ her. Ich würde, glaube ich, auch mit Joel Embiid nicht funktionieren. Hier haben wir Porzingis. Klar, auch wenn Anthony Davis die Möglichkeiten hat, auch Center zu spielen. Magic, Bucks. Boston. Ich meine, Horford spielt momentan nicht ganz so mega geil. Und Anthony Davis kann die 4 und die 5 spielen. Wer weiß. Bulls, nein. Raptors. Möglich, aber glaube ich nicht. Ja. Es gibt jetzt noch nicht so mega viele Stationen für ihn. Deswegen, wie gesagt, also Spurs. Wenn ich jetzt GM von den Spurs wäre, wäre das definitiv ein Kandidat, den ich mir auf die Fahne schreiben würde. Aber abwarten, was die Zukunft bringt. Ansonsten, Atmosphäre im London Game, so wie ich das mitbekommen habe vom Monitor, war auf jeden Fall geil. War ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Hätte am Ende dann vielleicht ein bisschen spannender sein können. 76ers sind dann halt einfach extrem eingebrochen. Ansonsten merkt man schon mehr Prominenz unterwegs als in den letzten beiden Jahren. Ansonsten mal ein Spiel, was man sich auch gerne anschauen möchte. In den letzten Jahren ja jetzt nicht gerade die Franchise in London gewesen, wo man sagt, puh, Party. Ansonsten glaube ich für die NBA eine gute Sache, für Europa eine mega geile Sache. Und ich hoffe, dass ich es im nächsten Jahr packe, dass ich auch hinkomme. Die Möglichkeit habe ich ja schon alleine von der Arbeit her. Hab mich jetzt aber dieses Jahr aufgrund von privaten Umständen nicht drum gekümmert. Okay. 26-10. 6 von 11, 4 von 6. Habe ich was verpasst? Bei 26 Minuten, das ist mal mega krass. Heftiger Shit. Nice one. Ja, also die Grizzlies, das ist wir spielen momentan verdammt oft gegen die Grizzlies. Echt starke Leistung, krass. Gefällt mir richtig gut. Wahrscheinlich auch jetzt momentan. Ja, das sind der Starting 5. Bärenstarke Partie gewesen, ne? Na, die beiden können sich ein bisschen ausruhen. Ansonsten vielleicht noch ein, zwei Worte zu Uncle Drew.
also zu Kyrie Irving, lässt sich momentan im Bart wachsen. Ich weiß, dass das in der NBA ja momentan einfach so gefühlt irgendwie jeder macht. Ich finde ihm steht's irgendwie so nicht. Keine Ahnung. Ich finde es auch bei LeBron James irgendwie, keine Ahnung. Es gibt nur einen Bart und der spielt in Houston, ne? Und alle anderen, die momentan irgendwie so einen auf Bart-Junkies machen, ich finde, das sieht einfach irgendwie teilweise eher affig aus. Aber hey, jeder wie er es mag. Dann, ja, das wird der nächste Sieg. Komm, einfach mal auf schnell drücken. Paul George, Shepard. Ja, er kann es nicht wiederholen. Er kann es leider nicht wiederholen. Ich habe gedacht, dass es eventuell auch aufgrund der Systemumstellung, die wir gerade eben vorgenommen haben, dass ihm das auch in die Karten spielt. Aber gut, wir wollen jetzt ihn nicht wegen eines Spiels hochjubeln und dann wegen eines Spiels runtermachen. Auf die Presse ist gepoopt gegen die Trailblazers. Wer spielt eigentlich momentan bei Portland? Lillard, McCollum, Miller, Barkley, Collins, Payne. Ja. Nein, zumindest Lillard und McCollum. Aber MyLeague, ja eh nach wie vor noch ein Thema. Was wir definitiv in Angriff nehmen werden. Alleine, ich schaue es mir jetzt, glaube ich, dann erstmal so ein bisschen privat an. Weil viele von euch meinen, man hat einfach mehr Macht, Dinge zu beeinflussen. Ne? Was mich bei MyGM am meisten stört, sind diese absolut, oh, das war am Ende noch knapp, unrealistischen Trades, dass ein LeBron James spielt jetzt gerade bei den Kings. Was zur Hölle? So ein Bullshit. Ja. Finde ich irgendwie blöd. Aber warum man das auch nicht, ich wüsste gar nicht, wie man die Option nennen soll oder wie man das, ja, wie man das einstellen sollte, könnte, dass solche Trades, es muss natürlich irgendwie schon möglich sein, solche Leute zu holen. Aber halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht braucht man dann einfach eine neue Funktion Realismus. Dass ein LeBron James zu diesen 10 Franchise halt einfach niemals gehen würde. Kann man ja in seine Persönlichkeitsplakette mit aufnehmen, dass der jetzt nicht zu den Jazz geht und zu den Kings und, keine Ahnung, schlag mich tot, zu den Pacers. Könnte man, glaube ich, schon machen, wenn man das einstellt, dass man es nicht komplett ausschließt, aber dass man es einschränkt, dass sowas einfach nicht passiert. Ich glaube, das würde MyGM echt noch ganz gut tun. Und da gibt es den nächsten Blowout. Es scheint nicht so schlecht zu funktionieren. Ja, spielt ein Kevin Durant bei den Jazz? Nein, tut er nicht. Würde er nie tun. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Mitchell Hood, ja, vom Scoring her einfach zu wenig. 88 Punkte ist schon sehr, sehr wenig. 28. Dezember gegen Phoenix. Gehen wir rein. Wir haben schon wieder eine Siegesserie von 6. Vielleicht können wir gegen die Suns. Verlieren, so wie es aussieht. Ja, tun wir auch. War klar. Damit ist die Siegesserie weg und damit ist auch ja, der Siegesserienrekord, glaube ich, so gut wie gegessen. Da müssten wir jetzt im neuen Jahr, also hier im Spiel im neuen Jahr, sofort wieder mit einer Siegesserie starten und dann komplett durchziehen. Ich weiß nicht, warum wir zwischendurch so Ausreißer haben. 103, es ist vom Scoring her okay, man sieht es auch punktetechnisch. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Defense dann ausgefault ist, auch keiner. Wurfquote ist auch nicht schlecht. Dreierquote ist auch nicht schlecht.
Freiwürfe hatten wir insgesamt plus 6. Ja, wir haben anscheinend zu viel gefoult. 12 von 18. Aber das macht natürlich auch trotz allem. Ja. Das Ergebnis jetzt nicht aus. Naja, gut. Wie empfindest du das London Game allgemein, solche europäischen Events, egal ob das jetzt in der NBA ist oder auch im Football? Ich fände es mega cool, dass die Amis versuchen, da solche Sportarten mit nach Europa zu transportieren. Besonders, weil ich persönlich momentan auch vom Fußball ehrlich gesagt ein bisschen die Schnauze voll habe. Wenn ich lese, dass Real Madrid versucht, Neymar für 400 Millionen zu holen. Ich stelle einfach mal die Aussage in den Raum, der Fußball schafft sich selber ab und wird in ein paar Jahren nicht mehr die größte, wenn es momentan die größte Sportart der Welt ist, aber der Fußball wird definitiv schwächer werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Football, Basketball, alle anderen Sportarten sind echt im Kommen und bemühen sich da auch darum, in Europa Fuß zu fassen. In der NFL wird es vielleicht irgendwann ein London-Team geben, was gamet. Deswegen, ich finde es mega cool. Ich hoffe nur, dass es nicht zu so einer, zu einem zweiten All-Star-Weekend wird. Wie gesagt, viele Promis da gewesen. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Es sollte ein Event für die Fans sein, für die Basketballfans. Ja, schreib's mir gerne in die Kommentare, wie du die aktuelle Situation siehst. Amerikanischer Sport auf europäischem Boden. Ansonsten sage ich wieder vielen Dank fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, dein Max. Ciao!